Das Ausstechen von Ampferpflanzen ist oft mühsam und anstrengend. Zwei neue Entwicklungen, eine hydraulische und eine mechanische, sollen diese Arbeit komfortabler machen. Wir haben sie getestet. Landwirt Praxistest. Für Grünlandbetriebe stellt der stumpfblättrige Ampfer oft eine große Problematik dar. Er wird von Wiederkäuern verschmäht und ist somit eines der bedeutendsten Unkräuter auf Wiesen und Weiden. Zwei Schüler der HBLFA Raumberg-Gumpenstein beschäftigen sich in ihrer Diplomarbeit mit dem Thema Ampferbekämpfung. Ja, der Ampfer ist eine ganz schwierige Pflanze, dass er eben mit verschiedenen Lebensräumen sehr gut klarkommt und gegenüber den Gräsern, die was man haben will, einen gewissen Vorteil hat, dass er sehr tiefe Wurzeln hat und besonders in Trockenperioden relativ gut wächst und dadurch einen sehr großen Vorteil gegenüber den Gräsern hat, die was wir eigentlich haben möchten. Die bisher etablierten Bekämpfungsmaßnahmen haben gemein, dass sie entweder zeitaufwendig und körperlich anstrengend sind oder aber keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefern. Einer, der sich damit nicht mehr abfinden wollte, ist der Allgäuer Landwirt Klaus Kössler. Mit seinen selbstentwickelten Ampferstechern soll das Vorgehen gegen den Ampfer komfortabler und schlagfertiger sein. Es geht halt darum, den Ampfer aus der Wiese zu bekommen, indem man zum Beispiel mit dem händischen sticht man ein, nimmt den zylindrischen Körper raus mit dem Unkraut und setzt gleich wieder einen zylindrischen Körper mit Nutzgras ein, das man mitgebracht hat. Und der hydraulische, wie man dahinter sieht, ist, der reißt halt, also der umklammert die Pflanze und zieht sie raus mit der Wurzel bis zu, was weiß ich, 30 cm. Genau, da muss man halt dann von Hand wieder auffüllen. Um vergleichbare Ergebnisse für unseren Praxistest zu erzielen, wurden zwei Versuchsstandorte zu jeweils drei Parzellen angelegt. Der erste Standort befand sich am Talboden des Enztals auf 650 Metern Seehöhe. Eher sandiger Boden, wir schauen uns dann auch eine Bergvariante an und werden da um denselben Versuch aufbauen und dieselben Methoden testen, nur eben auf knapp 1000 Meter Seehöhe. Die mechanischen Varianten verursachten kaum Flurschäden. Jedoch wurde wesentlich öfter als bei der hydraulischen Methode die Wurzel im Boden abgetrennt und zurückgelassen. Der mechanische Stecher ist leichter zu bedienen und auch ohne viel Übung kann eine anschauliche Flächenleistung erzielt werden. Der Auswurf erfolgt ergonomisch mit dem Fuß. Mit dem hydraulischen Stecher ließen sich die Ampfer im Großen und Ganzen gut aus dem Boden ziehen. Durch das oftmalige Reversieren allerdings wurden Nadenverletzungen verursacht, die die Bodenbedeckung in den Folgeaufwüchsen minderten. Aus den Ergebnissen dieses Versuches ist zu schließen, dass beide Systeme funktionieren. Wie gefällt euch diese Methode der Ampferbekämpfung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.